Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Lukas wieder hier und damit herzlich willkommen zu einer Notizbuchvorstellung. Und zwar nicht nur von einem, sondern gleich von zwei. Und zwar handelt es sich dabei um die Notizbücher der Firma Hahnemühle. Genau, die wurden mir dankenswerterweise von der Firma Hahnemühle zur Verfügung gestellt. Ich darf die ganzen jetzt reviewen und im Anschluss auch behalten. Genau, das zur Transparenz wie immer. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Manuskript an, gehen danach zum Iconic über. Wir machen eine kleine Vorstellung vom Notizbuch und gehen dann auf das Papier ein bisschen über. Und dann werden wir eine kleine Schriftprobe machen. Und dann abschließend, wenn wir beide Notizbücher einzeln vorgestellt haben, machen wir noch den Vergleich. Also beginnen wir mit dem Notizbuch-Manuskript. Das Ganze ist die günstigere Variante von den beiden Notizbüchern. Diese ist preislich zu erwerben für 75 Euro. Das ist natürlich nicht gerade ein günstiger Preis. Es ist aber auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe von den Notizbüchern, dass es einfach nur Notizbücher sind, wo ja man alles, keine Ahnung, die man halt einfach ja ohne groß sich mit dem Thema Schreiben auseinanderzusetzen benutzen soll, sondern es ist, glaube ich, für eine Zielgruppe gemacht, die bewusst schreibt. Und deswegen ist wahrscheinlich auch der Preis da. Der Preis erklärt sich auch in einigen Details, das sehen wir uns aber dann gleich an. Also das Manuskript, wie gesagt, 75 Euro. Wir haben hier, wie wir hier drauf sehen kann, gepunktetes Papier. Es gibt diese Notizbücher auch nur in gepunktetem Papier. Mich stört das Ganze nicht, da ich grundsätzlich einfach gerne auf gepunktetem Papier schreibe. Wen das Ganze stört, dem also kann er das Ganze nicht benutzen, weil es gibt wirklich nur gepunktet. Das muss man im Vorhinein wissen. Das ist natürlich tintenfestes Papier, passend zu der Schreibgeräteserie. Hergestellt in Deutschland, wie ihr vielleicht schon in meinem Video gesehen habt, zu der Bold Edition von Hahnemühle wurde die Firma 1584 in Deutschland gegründet. Seitdem existiert sie auch und stellt in Deutschland verschiedene Papiere, größtenteils Künstlerpapiere her. Und ist jetzt aber 2021 dann mit dieser Fine Note Serie gestartet, die zum einen aus den Schreibgeräten, zum anderen aus den Notizbüchern besteht. Der Einband ist hier in dem Fall aus recyceltem Leder hergestellt. Das heißt, es ist kein Leder, was aus einem Stück Leder rausgeschnitten wurde, sondern ich vermute mal aus Lederresten, die halt recycelt wurden und dann zusammengepresst wurden. Ich weiß nicht 100%, wie das funktioniert, deswegen verlasst euch da nicht 100% auf meine Aussage, ist aber auf jeden Fall recycelt, von daher deutlich nachhaltiger, einfach, ja, weil sonst ein Abfallprodukt einfach nochmal wiederverwertet wurde. Die Farbe ist übrigens Salbeigrün, das Ganze gibt es auch noch in Schwarz, Dunkelblau, Grau und Beige. Genau, wie ihr, wenn ihr näher rangeht, schon sehen könnt, diese Prägung, dieses Muster ist eine sogenannte Saffiano-Prägung. So, dann würde ich sagen, entfernen wir mal den Einband und schauen uns das Notizbuch mal von innen an. Die Papierqualität sind übrigens 100 Gramm pro Quadratmeter, also sehr, sehr schon eher schweres Papier für Leute, die jetzt eher Tomoe River gewohnt sind, werden damit jetzt wahrscheinlich dann eher nicht so warm werden, gerade wenn sie halt eher dünneres Papier mögen. So, also die erste Seite, hier einmal das Qualitätslogo. Die Firma Hahnemühle steht auch sehr für Qualität und das nicht erst seit gestern, sondern halt eben schon seit 1584. Dann haben wir auf der rechten Seite ein paar Linien, wo ihr dann Daten eintragen könnt, wie Name, Wohnort und so weiter, dass das Ganze eventuell von den Leuten, wenn die so nett sind, ihr verliert das, die können das können euch das Ganze wieder an die Adresse zurückschicken. Vielleicht auch Telefonnummer, je nachdem müsst ihr sehen, wie das halt jeder so gerne macht. Eine Seite weiter vorn finden wir dann einmal Hahnemühle History. Da steht ein bisschen was einfach über die Firma, wo die herkommen und ja, wie die halt zu dem gekommen sind, was sie jetzt machen. Und genau, wer sich das durchlesen möchte, pausiert gerne das Video und lest es euch durch. Übrigens, das Ganze ist im Format A5 gehalten und ja, also meiner Meinung nach das perfekte Format für Notizbücher. Die erste Seite überblätter ich jetzt mal, denn da habe ich schon Notizen gemacht,
beziehungsweise das Papier einfach mal ein bisschen ausprobiert. Also, wie ihr sehen könnt, gepunktetes Papier ist gut zu erkennen und es festigt sehr, sehr gut an, das Papier, das muss man sagen. Man kann auch problemlos schreiben auf beiden Seiten, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben einmal ein Lesezeichen mit drin, das ihr variabel natürlich in die Seite reinmachen könnt, wo ihr es gerade braucht. Und dann, wie gesagt, ihr könnt so wunderbar auf beiden Seiten schreiben, überhaupt kein Problem. Und ich würde sagen, also übrigens 192 Seiten hat das Ganze, also da kommt man wirklich, wirklich gut durch und kann da einiges reinschreiben. Der Einband riecht nicht so sehr nach Leder, also es ist ein humaner Ledergeruch, möchte ich mal sagen. Ah ja, übrigens 96 Blatt, 192 Seiten bei Vorder- und Rückseite. Genau. So, und dann würde ich mal vorschlagen, um das Ganze einfach gut zu testen, nutzen wir mal ein paar Schreibgeräte und werden mal ein bisschen schreiben, gucken, wie das Ganze auf der Rückseite dann zu erkennen ist. Gleich vorab schon einmal, wir legen uns das gleich mal hier rein und schauen uns mal das Ganze in wirklich sehr, sehr starken Tintentest an. Ich habe von der Firma Hahnemühle auch einen Probeblock bekommen. Das ist genau das gleiche Papier, nur halt nicht punktiert. Und dann konnte ich halt schon mal im Vorhinein ein bisschen Tinten testen, einfach um das jetzt nicht in dem Notizbuch zu machen. Also ich finde, das kommt alles relativ gut durch. Und man würde jetzt denken, es war wirklich viel, viel Tinte, was ich hier aufgetragen habe. Und jetzt würde man natürlich vermuten, dass das Ganze hinten enorm durchscheint, also durchblutet. Aber es ist tatsächlich wirklich nur ganz wenig passiert, so dass es wirklich human ist für die Mengen Tinte, die ich ja drauf aufgetragen habe. Ich finde, die Tinten kommen farblich gut zur Geltung. Das Ganze schauen wir uns jetzt aber gleich dann nochmal mit den unterschiedlichen Schreibgeräten an. So, dann öffnen wir einmal die Seite, die ich mir ausgesucht habe und fangen an zu schreiben. Und zwar würde ich natürlich, wie sich das gehört, auch die Schreibgeräte der Firma Hahnemühle direkt mal benutzen dafür. Und zwar starten wir mit der Bold Edition. Und das Ganze ist befüllt mit Diamine Ancient Copper. Ja. Also eines meiner Lieblingstinten. Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Benutze ich jetzt schon relativ häufig, gerade in meinem Diplomat Excellence. Relativ häufig, ja. Dann hier auch die Slim Edition der Firma Hahnemühle. Dazu gibt es jetzt noch kein Review, folgt aber noch. So. Dann würde ich vorschlagen, schreiben wir auch damit mal. Also wir haben hier ebenfalls Hahnemühle. Und zwar in der Slim Edition. Und bei der Farbe müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Es könnte Compacti sein, ich bin mir aber nicht sicher, deswegen mache ich hier mal ein Fragezeichen. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher und besser als jetzt was Falsches zu schreiben, lassen wir es dabei. Dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, nehmen wir nochmal den Lamy 2000. Ich teste das Ganze jetzt übrigens auch nur in dem Notizbuch. Das Iconic zeige ich dann nur kurz, weil das Iconic 1:1 das gleiche Papier benutzt. Wir machen jetzt weiter und zwar mit dem Lamy 2000. Hier ist drin Diamine, Smoke on the Water. Ah.
Als nächstes würde ich vorschlagen, benutzen wir den, ja, nehmen wir den Diplomat Excellence A2. Übrigens, falls ich noch nicht erwähnt habe, das Papier ist vegan. Der Einband ist natürlich trotzdem Leder, also muss man für sich natürlich entscheiden, ob man das möchte. Also hier ist einmal der Diplomat. A2, auch hier mit der Farbe Diamine Ancient Copper. Ich finde, die Farbe passt einfach sehr, sehr gut zu dem Füller und deshalb habe ich die auch immer noch hier drin. Dann machen wir weiter mit dem Otto Wood Design 04. Kleine Anschreibprobleme. Es kann tatsächlich sein, dass ich da keine Tinte aktuell drin habe, beziehungsweise die Tinte leer ist. Sieht so aus. Das heißt, wir springen einfach mal zum nächsten Füller. Ist ja nicht dramatisch. Zur Auswahl habe ich mehr als genügend. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den Waldmann Précieux. Den Waldmann Précieux, nicht 2000. So. So, ich glaube, der war hier und dann hier ist drin Octopus Wine Red, glaube ich. Aber auch hier nagelt mich nicht 100% drauf fest. Ich habe so viele Füller, da weiß ich leider mittlerweile bei den meisten gar nicht mehr, was für eine Tinte drin ist. Einfach weil ich auch nicht mit jedem dauerhaft zum Schreiben komme. Das ist der Esterbrook S, hier weiß ich die Tinte, und zwar erstmal Esterbrook SD in der Farbe Honeycomb natürlich. Und als Tinte habe ich J. Aber Ambre D. Ich frage mich nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Da ist mein Französisch tatsächlich ganz weit weg von ausreichend. Und einen letzten Füller würde ich sagen, nehmen wir noch. Und zwar schlage ich vor, nehmen wir den Lavan Canyon Pocket. Und da weiß ich auch die Tinte, die drin ist. Und zwar die gut riechende und schön aussehende KWZ Honey. So, das soll mit den kleinen Schriftproben genügend sein. Dann schauen wir mal. Erstmal, also ich weiß nicht, ob man das so gut im Video erkennen kann, aber bei dem A vom Lamy zum Beispiel, finde ich, kommt sehr, sehr gut raus. Also man kann das Shading sehr, sehr gut erkennen. Ich glaube, in der Kamera ist es tatsächlich relativ schwierig zu sehen. Aber ihr müsst mir jetzt einfach mal glauben, dass man es gut erkennt. Shading, finde ich, kommt auch sehr gut raus. Und das Ganze franzt überhaupt nicht aus. Und schauen wir mal auf die Rückseite. Ein bisschen Ghosting ist natürlich normal. Ich glaube, das ist auf jedem Papier gleich, dass man das Ganze halt mehr oder weniger durchsieht, aber ist jetzt meiner Meinung nach nicht störend. Durchbluten überhaupt nicht zu sehen, das ist ganz wichtig zu sagen, sonst wirklich sehr, sehr gut. Übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das Papier, auch das wird man wahrscheinlich eher schwierig sehen, aber ist gewatermarkt, also hier ist das Hahnemühle-Logo einmal mehrfach auf dem Papier als Watermark drauf. Das vielleicht zur Info für euch. Genau, das soll es mit dem gewesen sein. Und dann schauen wir uns jetzt das Iconic an. Ich sehe schon, die sind zeitlich relativ weit fortgeschritten schon. Also, das Iconic kommt erstmal in dieser wunderschönen schwarzen Verpackung mit
dem schönen Druck vorne drauf. Also sehr, sehr schön gemacht, gute Idee. Und dann hier noch ein Papier eingeschlagen. Ich habe das Ganze mal raus und dann packe ich die Verpackung mal beiseite. So, hier haben wir das Iconic. Das Iconic besteht aus Echtleder vom Einband her, sonst Seitenanzahl gleich, Papierqualität im Inneren gleich und es ist einfach nur Leder, muss man sehen. Es steckt natürlich auch hier sehr, sehr viel Arbeit drin und schön abgerundet wie auch das andere. Wunderbar, auch ein Lesezeichen drin. Und ja, dann würde ich auch sagen, schauen wir hier nochmal hin drauf, vielleicht gibt es hier andere Details. Hier steht einfach nur, dass es wirklich Leder ist, ist es auch, das kann ich bezeugen. Das riecht man auch hier stärker. Genau. Und dann schauen wir mal. Also es fässt sich definitiv für mich persönlich schöner an. Es hat halt, es ist schön griffig, ist perfekt, ja. Für mich wirklich ein sehr, sehr schöner Einband. Wenn wir es öffnen, haben wir hier ein etwas raueres Papier. Das ist aber kein Qualitätsverlustmerkmal, sondern es ist mehr Qualität ins Büttenpapier. Und das spürt man. Jeder, der sich ein bisschen mit Papiertechnologie auseinandersetzt, weiß, was Büttenpapier ist. Und es fässt sich gut an, ist schön, schön griffig, genauso wie das Leder außen. Und von daher ideal. Wenn wir das aufschlagen, auch hier einmal die Hahnemühle History. Quasi auch hier das Gleiche. Und dann können wir uns auch hier die Seite angucken. Das Notizbuch fängt auf der linken Seite an. Mich stört das Ganze aber nicht. Das muss jeder für sich wissen, ob ihn das stört oder nicht. Mich stört es nicht. Es ist halt, ich würde nicht links anfangen zu schreiben. Das ist einfach so. Ich glaube, das liegt auch nicht in der Natur von Menschen, links anzufangen. Aber es stört mich jetzt auch nicht, dass hier schon punktiert ist. Kann man ja einen Index oder sowas reinschreiben. Jeder, wie er mag. Und dann kann man hier auch wunderbar auf der rechten Seite anfangen zu schreiben. Jeder, wie er mag. Was ich hier ein bisschen besser finde, einfach wie sich das Ganze aufklappen lässt, weil es nicht so fest ist, sondern weil es halt schönes, weiches Leder ist. Und das merkt man. Das ist für mich angenehmer, das einfach so aufzuklappen und dann so auch die Möglichkeit zu haben, quasi besser zu schreiben. Hier übrigens die Farben vom Einband zu wählen in Leder. In Schwarz und Taupe. Ja, dann guckt einfach mal in den Webshops nach oder auf der Hahnemühle Website, was euch dort besser gefällt. Wie gesagt, auch hier ist Notiz, ein Lesezeichen drin. Ob man das benutzt, ist natürlich auch wieder jedem seine Sache. Und da möchte ich auch nicht reinreden. Genau, an sich gleiches Papier, auch wieder mit Watermarks, quasi versehen und auch das gibt es nur in punktiert. Stört, wie gesagt, mich immer noch nicht. Und genau, auch hinten mit dem Papier. Also sehr, sehr schön. Fässt sich gut an. Gute Gesamtqualität. Und ja, wie gesagt, Papierqualität ist die gleiche. Deswegen würde ich jetzt darauf verzichten, auch hier nochmal Schreibproben drin zu machen. Aber ich würde sagen, wir vergleichen die ganzen beiden Bücher nochmal miteinander. Preislich 125 Euro. Hoher Preis, ohne Frage, bei beiden Büchern ist es ein hoher Preis. Was die Merkmale, die Unterschiedsmerkmale sind. Hier haben wir einmal recyceltes Leder mit einer Saffiano-Prägung. Hier haben wir einmal echtes Leder. Also wir haben wirkliches Leder, was aus einem Stück Leder rausgeschnitten wurde. Und das merkt man. Es fässt sich gut an, es riecht mehr nach Leder. Und ist, glaube ich, einfach was, was mehr für besondere Anlässe, wie jetzt zum Beispiel Gästebücher oder sowas, in der Art ist. Das Ganze kommt in einer Geschenkbox, ob man die braucht oder nicht, auch muss jeder selbst wissen. Hier haben wir drin einmal Büttenpapier, hier ist es ganz normal, also glattes Papier, kein Büttenpapier. Größe ist gleich, Papierqualität ist gleich, was ich gut finde, dass man da jetzt nicht, also es ist schon gutes, sehr, sehr, sehr gutes Papier, da kann man noch nicht viel höher gehen. Und das ist auch gut so, dass sie bei beiden dieses Papier reingemacht haben. Auch dickenmäßig würde ich sagen, ist das gleiche.
Also da gibt es jetzt keine große Unterscheidung. Ich finde den Einband hier schöner, einfach weil es weicher ist, weil es griffiger ist. Ja, und einfach weil ich das besser umklappen kann. Auch das muss natürlich jeder für sich festlegen, was ihm da besser gefällt. An sich, ich finde beide Notizbücher sehr, sehr gut. Bei dem Preis muss man es natürlich sehen, ob man die halt benutzen möchte, ob man die kaufen möchte, ob man ja, das ausgeben will für ein Notizbuch. Mehr kann ich zu diesen Büchern nicht sagen. Qualitätsmäßig sind die top-edge, also top-notch besser gesagt. Besser geht's nicht. Es ist wirklich verdammt, verdammt gute Qualität, sowohl Papier als auch Einband. Und das ist das, was ich bewerten kann. Wie das für euch gedanklich funktioniert, ob ich gedanklich 125 Euro oder 75 Euro das Ganze wert ist, müsst ihr festlegen. Das ist, liegt nicht in meiner Entscheidungsgewalt und von daher soll es das auch mit meiner Einschätzung zu den Notizbüchern gewesen sein. Ich möchte mich bei der Firma Hahnemühle für das Bereitstellen bedanken und bei euch fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Ganze seht und ob ihr vielleicht schon die Möglichkeit hattet, da mal Probe zu schreiben. Alles klar, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!